Willkommen bei Ätzchen TV, heute mit der ersten Sendung nach der Sommerpause. Unser Thema: Daten für die digitale Werbung. Die ganze Branche spricht von Data, einige sogar von Big Data. In jedem digitalen Werbekanal fallen Daten quasi als Nebenprodukt an. Die Herausforderung scheint daher weniger in der Datenerhebung zu liegen, als vielmehr in der effektiven Verwertung für die eigenen Kommunikationsziele. Die Vielfalt der digitalen Werbekanäle wie Search, Video, Display, Affiliate und E-Mail machen die Aufgabe zunehmend komplex. Zum einen produziert jeder Kanal eigene Daten, zum anderen soll dieses Wissen über die Audience auch für alle anderen Kanäle nutzbar gemacht werden. Eine gemeinsame Datenbasis für alle Kanäle scheint die Lösung. Vertiefen wird dieses Thema Jens von Rauchhaupt mit unserem Studiogast Thorsten Ahlers, Geschäftsführer von Next Audience. Zunächst aber zu den Branchennachrichten mit Svenja Böhm. Gamescom, Online-Spielemarkt wächst. In der letzten Woche fand in Köln mit der Gamescom die größte Spielemesse Europas statt. Neben Konsolen- oder PC-Spielen werden auch Social Games und Browser Games immer beliebter. Laut einer neuen Facebook-Studie nutzen weltweit monatlich 235 Millionen Menschen Spiele in dem sozialen Netzwerk. Das sind 30 Millionen mehr als im Jahr zuvor. Browser- und Online-Games spielen laut dem Bund Interaktive Unterhaltungssoftware 15,5 Millionen Menschen in Deutschland, also jeder Vierte über 10 Jahre. Das Spiel mit den Marken. Auf der Gamescom präsentierte sich auch das Startup-Unternehmen Striking Entertainment mit seiner Geschäftsidee. Striking bringt Marken- und Games-Entwickler zusammen, in Browser-Games die Marken in Szene setzen und gleichzeitig zusätzliche Vermarktungs- und Monetarisierungsoptionen ermöglichen. Das erste Projekt, in dem Striking als Co-Publisher fungiert, ist die Rennspiele- und Auto-Community Auto Club Revolution. Autohersteller BMW, der sich neben vielen anderen Marken im Spiel präsentiert, zeigt sich sichtlich begeistert. So what we love about Auto Club Revolution is that people from all over the world can engage with their favorite cars. You just need access to a web browser, that's it. So you don't need a console to play a game. I think it gives us a chance and the opportunity to allow a lot of people to drive the car and maybe use the chance to get some feedback. Facebook-Aktie erreicht Rekordtief. Der Wert der Facebook-Aktie hat sich seit dem Börsenstart im Mai fast halbiert. Damals kostete die Aktie 38 Dollar. Am Donnerstag erreichte sie ein Rekordtief knapp unter 20 Dollar. Der Grund für den Einbruch war offenbar die abgelaufene Haltefrist für 271 Millionen Anteile. Eigner dieser Aktien waren hauptsächlich Mitarbeiter des Unternehmens. Eine beträchtliche Zahl von Aktien, die jetzt auf den Markt drängen könnten. Denn insgesamt waren beim Börsengang 421 Millionen Aktien verkauft worden. Am 12. und 13. September findet auch in diesem Jahr wieder die Demexco in der Kölnmesse statt. Auf dem globalen Gipfeltreffen der digitalen Wirtschaft, wie die Veranstalter das Event nennen, werden sich über 400 Aussteller der Branche präsentieren. Das Ätzchen Printmagazin erhalten Sie dieses Jahr an unserem Stand auf der Demexco. Rocket Fuel stärkt den Vertrieb. Rocket Fuel, Anbieter von digitalen Werbetechnologien im Bereich Data Managing und Targeting, baut sein Hamburger Vertriebsteam aus. Florian Tange verantwortet als Head of Account Management seit kurzem das Kundengeschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ab dem 1. September wird sich Philipp Neubert als Senior Manager Sales um das Direktkundengeschäft kümmern. Außerdem ist Florian van de Wouw seit Anfang August als Sales Executive für das Agenturgeschäft verantwortlich. Das Hamburger Büro von Rocket Fuel wurde erst im Mai eröffnet. Danke, Svenja. Heute zu Gast ist Thorsten Ahlers, der Geschäftsführer von Next Audience. Hallo, Herr Ahlers, schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Herr Ahlers, Next Audience ist eigentlich eine Ausgründung oder das Folgeunternehmen von Utention. Utention wiederum war ja eigentlich bekannt für Agenturen-Ad-Serving. Next Audience schreibt sich aber auf die Fahne, Audience Management anzubieten. Was ist denn Audience Management? Audience Management ist die Entscheidung, welchen Nutzer ich an welchem Ort mit welcher Botschaft zu welchem Preis adressiere. Und um das einmal zu illustrieren, habe ich eine Grafik mitgebracht. Und man sieht, dass Audience Management genau in drei Schritten vollzogen wird. Der erste Schritt ist, ich markiere einen Nutzer an allen digitalen Touchpoints über Media auf der Website und in CRM-Daten. Das zweite, ich lerne aus diesen Regeln, aus dieser Analyse so viel, dass ich Profile schreiben kann. Und der dritte Schritt ist, dass ich dann profilbasiert diese Werbung viel, viel intelligenter auf der Website,
über die verschiedenen Mediagattungen ausliefern kann. Ich bringe dafür mal ein ganz einfaches Beispiel, um das vielleicht zu illustrieren. Stellen Sie sich vor, Sie sind eine Telekommunikationsgesellschaft. Sie haben 22 Millionen Mobile-Kunden. Von diesen 22 Millionen Mobile-Kunden haben 16 Millionen noch eine Vertragslaufzeit von 6 Monaten und mehr. Mhm. Mit diesen 16 Millionen Kunden wollen Sie definitiv keine Kommunikation betreiben. Mhm. Und Sie sind durch Audience Management beispielsweise in der Lage, diese 16 Millionen Kunden in den nächsten Monaten nicht mit Werbung zu versehen. Dadurch haben Sie Savings und Effizienzsteigerungen, die gigantisch sind. Mhm. Ein Beispiel von vielen. Mhm. Sehr interessant. Technisch betrachtet, hat das überhaupt was mit Ad-Serving zu tun? Haben Sie auch einen Ad-Server, der das alles ausliefert, oder ist das überhaupt damit gar nichts mit zu tun? Ja, die Next Audience profitiert natürlich ganz erheblich von der Nutanschen-Vergangenheit, weil sie durch den Ad-Server natürlich auch die Nutzer markieren können, analysieren können und gleichzeitig ausliefern. Und die Nutanschen ist ja ein E-Commerce-Ad-Server für Advertiser und Agenturen gewesen. Und wir haben schon auch in der Vergangenheit nach klaren E-Commerce-Regeln ausgeliefert und Profile geschrieben. Ich nehme mal ein zweites Beispiel. Sie haben einen Kunden, einen E-Commerce-Betreibenden, der weiß, dass Sie niemals für mehr als 200 Euro im Internet einkaufen würden. Das ist eine Regel, die haben wir bereits ins Profil geschrieben, schon seit Jahren, und würden Ihnen niemals ein Produkt für mehr als 200 Euro in einem Werbemittel präsentieren. Und das sind viele, viele Effizienzgewinne, die Advertiser einfach sehr stark nutzen heutzutage. Und insofern profitieren wir aus dieser Vergangenheit. Audience Management, hat das dann überhaupt auch über alle Kanäle hinweg, hat das dieses Konzept, gilt das nur für Kunden aus dem E-Commerce oder könnten auch andere Advertiser davon profitieren? Nein, das gilt genauso für FMCGs, das gilt für Lead-Generierung im Finanz- und Automobilbereich. Also das ist sehr vielfältig, das Konzept. Mhm. Okay. Alle reden ja zurzeit gerade von der Customer Journey, also die richtigen Maßnahmen zu finden, die Online-Maßnahmen zu finden, aber auch Offline-Maßnahmen zu finden, um den User richtig anzusprechen. Welche Learnings haben Sie denn in Ihrem System? Welche Kanäle greifen besonders gut ineinander? Was können Sie da uns erzählen? Sie haben bei der richtigen Analyse der Customer Journey, wofür wir eigene Spezialisten haben, Web-Analytiker und BI-Spezialisten, Effizienzsteigerung, die liegen eigentlich immer bei deutlich über 30%, in der Regel aber auch weit über 50%. Ich würde das gerne anhand von 3 Beispielen illustrieren. Stellen Sie sich vor, Sie sind wieder E-Commercer und Sie merken, dass Kunden, die auf T-Online sind, einfach nach 3 Werbemittelkontakten auf T-Online extrem gut konvertieren. Diese Kunden erreichen Sie aber häufig noch 7, 8 Mal über andere Kanäle. Wenn Sie das einmal aus der Customer Journey interpretiert haben, können Sie sagen, für dieses Segment, was Sie gebildet haben, 3 Werbemittelkontakte auf T-Online und das war's und alle anderen blenden Sie aus. Ich nenne ein zweites Beispiel. Sie merken, Sie haben einen Advertiser, den Sie, oder einen Kunden, den Sie massiv über Affiliate-Marketing adressieren und er konvertiert über Affiliate, wo Sie zu einem eTKP von 20 Cent einkaufen versus einem Premium-TKP von 3 Euro. Mhm. Dieses Segment definieren Sie und liefern diesen User ausschließlich über Affiliate aus und haben auch wieder gigantische Effizienzsteigerung. Sie haben ein drittes Segment, da merken Sie, das sind Kunden, die sind so häufig auf Ihrer Website drauf, die kommen jeden Tag auf Ihre Website, die brauchen gar keine Werbung mehr, um zu konvertieren. Auch das definieren Sie als Segment, liefern diesem Nutzer überhaupt keine Werbung mehr aus, weil er ja also so massiv auf Ihrer Website vertreten ist. Und das sind beispielsweise 3 Learnings, die Sie aus der Customer Journey tätigen können. Und allein diese 3 Effekte führen zu einer Effizienzsteigerung, die immer über 50% sein sollte. Immer über 50%. Ist denn Mobile auch dann schon ein Thema? Mobile ist ein ganz, ganz wichtiges Thema perspektivisch. Ich glaube, dass Mobile im Moment im Internet das am meisten unterfinanzierte Medium ist. Das hängt ganz simpel damit zusammen, dass die meisten Advertiser noch keine mobil optimierte Website haben. Und man hat das hier bei Facebook viel gelesen, dass Facebook im Web schlecht monetarisiert. Ich glaube, da muss noch viel entwickelt werden. Die Zukunft ist mobile, weil wir in 2, 3 Jahren eine stärkere Mobile-Nutzung als Web haben. Wir investieren da massiv in dieses Thema und werden auch mit einigen Überraschungen noch kommen. Mhm. Aber all diese Datenquellen, Sie hatten ja vorhin auch Sichtkontakte angesprochen, aber auch Affiliate-Marketing, Branding und Performance-Maßnahmen zusammen. All diese Datenquellen, alle diese Kanäle und gleichzeitig diese vielen Spezialisten, die dahinter stecken, die Agenturen. Wer soll denn das steuern? Da muss doch irgendjemand dahinter stecken, der die Kontrolle hat, oder? Ich glaube, da ist gerade eine Revolution im Wandel. Wir sehen es bei vielen unserer Kunden, dass die
Kunden CRM-Daten einsetzen wollen. Und sobald es um CRM-Daten geht, haben viele Advertiser starke Spezialisten, die sich damit auskennen. Und wir sehen, dass zunehmend die Advertiser, die großen Advertiser, nehmen wir die Ottos, die Unilevers, die Procter & Gambles, dazu übergehen, in-house viel, viel Kompetenz aufzubauen, mit Agenturen nach wie vor zusammenarbeiten. Die Agentur macht in der Regel das Media Buying, die Kampagnenoptimierung, der Advertiser aber über seine BI-Systeme und seine Analytics auf Augenhöhe mit der Mediaagentur in Dialog tritt und nicht mehr die Kampagnensteuerung und den Einkauf ausschließlich der Mediaagentur überlässt, sondern mit ihm gleichwertige Gesprächspartner haben möchte, anhand der Analysen, die er selbst aus der Customer Journey ziehen konnte. Also immer mehr Kontrolle, auch für den Advertiser ist dann die Folge. Alles sehr interessant. Daten, das Öl für die Werbung, also demnächst. Und um Daten geht es auch auf den Data Days 2012 am 1. und 2. Oktober in Berlin. Und wir verlosen 2 Karten im Wert von 780 Euro. Dazu müssen Sie nur eine ganz recht einfache Frage beantworten und die lautet: Big Data. Laut IBM produziert die Menschheit derzeit pro Tag 2,5 Trillionen Bytes an Daten, Tendenz steigend. Unsere Frage an Sie ist: Wie viele Gigabytes sind 2,5 Trillionen Bytes? Wie viele Gigabytes sind 2,5 Trillionen Bytes? Bitte antworten Sie einfach per E-Mail an redaktion@etzin, betreff Data Days 2012. Einsendeschluss ist der 24. August 2012. Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen. Herr Allers, vielen lieben Dank, dass Sie da waren und viel Erfolg mit Next Audience. Danke, vielen Dank. Tschüss.